Da ich in der letzten Zeit fast nur feminine Sachen genäht habe und eh ein Geburtstagsgeschenk gebraucht habe, habe ich mir gedacht, ich nehme ein bisschen was anderes heute mal und habe deswegen mir so einen Teddystoff geholt und so einen Oversize-Pulli von mir als Schablone benutzt. Genau, also das Ganze wird ein Pulli. Ich habe da erstmal die Sachen halt ausgeschnitten. Das ist für die Vorderseite, für die Rückseite und das sind noch die Arme und der Kragen, der gehört nämlich auch noch dazu. Und dann habe ich erstmal genau das Vorderteil und das Rückteil zusammengenäht, dass es halt ein Ganzes ist und das dann oben verbunden an der Schulter. Das war wichtig für den nächsten Schritt, weil so konnte ich dann den Kragen reinnähen und dann habe ich auch direkt natürlich an den Kragen einen Reißverschluss dran gemacht, damit man da einfach viel besser reinkommt in den Pulli. Und um das Ganze dann noch ein bisschen cooler zu machen, habe ich dann noch so ein Band da dran genäht, vorne und hinten. Und dann habe ich den Pulli einfach nur noch an den Seiten zugenäht, habe noch die Arme zusammengenäht und dann halt an den Pulli dran genäht. Und dann habe ich unten nur noch einen Saum dran gemacht, damit das nicht ausfranst. Und hier ist das Geburtstagskind mit dem absoluten super tollen Endergebnis. Und ich finde, es ist ein richtig cooler Pulli geworden. Er ist sehr warm, er ist sehr gemütlich, er ist sehr groß und er hat einen geilen Kragen. Danke, ciao!